Jo, sie da bei Tales of Vesperia. Beim letzten Mal haben wir angefangen mit Sidequests und wollen da auch weitermachen. Ich habe das Zeug besorgt, was ich brauchte. Und ich habe es auch schon hergestellt. Okay. Ich habe nicht gesehen, die Panzerschalen gibt es auch von diesen Oktokröten, hießen die, glaube ich. Ja, doch. Steht zwar jetzt hier nicht dran, aber die gibt es auch von Oktokröten. Und dementsprechend habe ich die dann doch zusammenbekommen. Synthesis artisans are amazing. They produce such lovely items in such a short time. Yes, it really is an art. The quality is always second to none, too. And the same artisan is always sneaking into the cities we visit just before we get there. What? Are you serious? Oh yeah. I wish I had half the vitality he has. We're nothing compared to how much he gets around. Yeah, right, okay. There's no way he could do that. Really? Do you think it's more likely that the world's full of such skilled artisans? You too, Judith? You really believe that? And he must have great instincts, too. We should see about getting him to join Brave Vesperia. Really? Carol, the next time we meet him, let's see if he'll join. Right! Okay! Whoa. I think those two actually fell for all that. The princess and the kids still have a lot to learn. I hear they're actually using Blastia to do the synthesis. You know, maybe we got a little carried away. Vielleicht ein bisschen. Was ich übrigens auch nochmal gemacht habe, ich habe jetzt mal die Fähigkeiten mal wirklich bei jedem nochmal durchgeguckt, dass er jetzt aktuell gute Fähigkeiten trägt. Ich kann es aber gerne mal kurz zeigen. Einfach nur einmal so schnell durchklicken bei jedem, dass ihr seht, was ich aktuell so gerne drin habe. Zumindest von dem, was wir uns aktuell so leisten können und was wir auch an Fähigkeiten da haben. Ich habe nochmal so ein bisschen geguckt, dass ich allerlei Waffen synthetisieren kann, sodass auch jeder auf jeden Fall wieder was zum Lernen hat. Ja, das war's eigentlich. Ich guck nochmal schnell, ist jeder noch dabei? Ja. Nur halt bei den Dingen, da hatte ich... Ich habe leider erst die Waffen gemacht und dann diese Sekundärwaffen. Dementsprechend hatte ich dann dafür keinen Stuff mehr. So. Take this. So. Und dann wieder den Ameisenlöwenmann. Bitteschön. Und tschüss. So. Ach, der ist wirklich verrückt. Was kriegen wir jetzt dafür? Humina Yumina. Bitteschön. Leuchtfeuerumhang. 3 Stück. Ja, soll ich dir noch mehr geben? Naja, ich glaube, die Leuchtfeuerumhänge werden... sind hier in der Wüste prinzipiell ganz praktisch. Ja, wir sind glücklich. Überglücklich. Bis zum nächsten Mal. So, das ist das. Dann haben wir das auch weg von der Liste. Won't we run into another pile of trouble when the knights catch up and you're with us? I won't be laughing if we mess things up before we can deal with Alexei. That young woman knight will be difficult. What will you do about her? She's put me on too high a pedestal. I believe that a line can be drawn between good and evil in this world. And she thinks that you're the one who can draw that line. But reality is not so simple. Right. I hope she realizes that soon. I have a feeling she will. Sounds to me like she's got blinders on. Yeah, I think Applehead will catch on faster. Yuri, you really shouldn't call him that. Witcher is an exceptional mage who represents the future hopes of Ospio. Him? Hadn't you heard? I guess I just wasn't interested. Now that I think of it, I think he may have been more on the ball than the others. Even after our request for assistance expired, he continued to aid myself and other knights. He is earnest and dedicated. You care about your crew, Flynn. I'm sure you're a top-rate captain. Ja, das auf jeden Fall. So, dann auf nach Nordopolica. Wo wir ein bisschen Spaß mit einem Lagerhaus haben. Ich überlege gerade, ob das vielleicht sogar schon das letzte ist. Bin mir gerade nicht sicher. So. Und einmal landen. Da dürften wir auch schon sicher das ein oder andere Mal vorbeigelaufen sein.
Das nehme ich auf dem Weg zu Belios. Da quasi in diesem einen langen Gang. Kolosseum könnten wir natürlich auch schon lange machen, aber das heben wir uns für sehr viel später auf. Wenn es sich auch lohnt. Was ist mit dir eigentlich los? Sie ist klein, blond, trägt Zöpfe und einen schwarzen Hut. Du? Na gut, das ist ein blauer Hut. Moment. Schade, ich habe leider keinen schwarzen Hut. Daneben nicht. Aber es klingt zumindest nach Patty. So. Darf ich durch? So, ist dann wieder ein bisschen ruhiger geworden. Ja. Es tut uns immer noch leid. Nee, war alles nur mieses Timing. Immerhin sieht das ganz locker. Und gibt uns nicht die Schuld dafür. Kreis in der Nacht, an der ich sie zum ersten Mal sah, stand Vollmond am Himmel. Ich zitterte vor Vorfreude. Es war ein Monster, das ich noch nie gesehen hatte. Zu besiegen würde mir Ruhm bringen. Dann hast du also zum Kampf herausgefordert, Belios? Na, ich war damals ziemlich verwegen. Zu meiner großen Überraschung hat sie mich da einfach kräftig vermöbelt. Als sie wieder zu mir kam, war ich im Kolosseum und lag in einem Bett. Du hast gegen Belios gekämpft und den Kampf überlebt. Das alleine schon sehr beeindruckend. Nein, ich konnte Belios noch nicht einmal das Wasser reichen. Hat sie dir das Leben geschenkt? Als ich sie fragte, wieso sie mein Leben verschont hat, sagte sie mir Folgendes. Man gewinnt nichts dadurch, ein ohnehin schon kurzes Leben noch kürzer zu machen. Es klingt wie etwas, nur ein äonenaltes Entelekehr sagen könnte. Ich bin davon überzeugt, dass sie in ihrem langen Leben Tausende von Menschen kommen und gehen sah. Auch wenn sie Freunde und Untergebene wurden, hat sie alle überdauert. Sie muss unvorstellbar einsam gewesen sein. Doch als sie dann starb, war sie endlich von dieser schrecklichen Einsamkeit befreit. Darum denke ich, dass das, was geschehen ist, eigentlich gar nicht mal so schlecht war. Vielleicht hast du recht. Es tut mir leid, dass ich da eben abgeschweift bin. Ich merke einfach nie, wenn ich aufhören muss zu reden. Nein, das macht gar nichts, da ich uns eine so kostbare Erinnerung mit uns mitgeteilt hast. Ich habe das Gefühl, als würde ich Belios jetzt etwas besser verstehen. It seems Yoda understands your feelings, Flynn. If His Highness has got your back, you've got no choice but to charge forward. Yes, I shall not disappoint him. I didn't think he'd order you to go with us and stop Alexei. That little prince, I thought he was just a softie, but he's got sharp eyes. Idealism alone won't get you very far, but if he can make clever moves like that, he'll be a fine emperor. We'd all be in trouble if he couldn't. An eye for the big picture, the ability to use the right people, and noble intentions. A full package like that is pretty rare. Don't worry. I have faith in Yoder. Anyway, Yoder told us to take you with us, so I hope you're ready for back-breaking work. Of course. I shall not waste His Highness's favor. Good. Then let's go. Okay. So, und einmal hier zum Lager. So, wir sind die Helmute über Hesperia und wir können Lagerhallen aufräumen. Mal gucken, wie lange das jetzt dauern wird. So. Ich glaube, bei der habe ich sogar wirklich eigentlich keine andere Wahl, außer sie da reinzuschieben. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, den sollte ich dafür aber nicht direkt nach oben schieben, sondern erst nach links. Weil ich glaube, der oben da bringt mir gar nichts, gar nicht so viel. So, da hätten wir einen. Hier komme ich nicht weiter. Hier müsste ich, wenn dann einen reinschieben, aber... Ja, da komme ich auch nicht hin. Nach oben zu gehen wäre da vielleicht gar nicht so blöd. Der ist ziemlich unnütz, merke ich gerade in der Ecke da. Kann man ja gar nichts mitmachen. Außer ich tue da einen rein. Aber wenn ich da einen rein tue, verschwende ich ja quasi einen, um einen anderen da rauszuholen. Das ist schon wieder verschwendet. Gehen wir erstmal nach oben und gucken, wo ich da runterschmeißen kann. Hm.
Ich schiebe jetzt aber erstmal runter. Wir können ja erstmal in dieser Runde einfach ein bisschen rumprobieren. Und gucken, wo die landen. So. Ich schiebe einfach in jedes Loch jetzt erstmal eins. Dann sehe ich ja, was mir das gebracht hat. So. Dann haben wir den hier. Da und der hat aber so ziemlich gar nichts gebracht. Zumindest von hier aus. Und ich glaube, ich kann auch nicht mehr weitermachen. Hm. Hm. Wie hätte ich das denn anders machen sollen? Hätte ich den doch da rechts reinschieben sollen? Auf jeden Fall nochmal zurücksetzen. Also den muss ich ja da reinschieben, weil hab sonst nichts anderes. Okay, dann schieben wir dich doch jetzt mal da rein. Und gucken mal, also dich kann ich da hinschieben. Jetzt bin ich auf der Seite schon mal. Ja gut, an den komme ich auch so dran. Da rein. Ach, ich kann mit den anderen so leid nichts machen, ne? Der hier ist auch ziemlich unnütz. Kann ich auch, wenn er nur hier oben reinschieben und der bringt mir auch null. Moment, doch. Ich sehe was. Und zwar darf ich einfach schlicht und ergreifend hier oben keinen reinwerfen. Sobald deiner drin ist, komme ich ja nicht mehr dran vorbei. Also besser hier zwei reinwerfen. Dann habe ich einmal einen für den Weg und einmal einen, den ich dann verschieben kann. Ja, das sieht schon besser aus. So, dann da einen, damit wir hier auch durch können, um den da nach oben zu schieben. Wenn ich da den anderen auch noch reinschiebe, kommen wir auch nach oben rein. Also alle drei direkt da rein. Einmal dahin. Wieder zurück. Und hoch. Das Problem ist halt leider immer noch, ich muss irgendwie hier unten einen hinbekommen, um den zu verschieben. Eventuell kann man einen von denen dann so weit hier runterschieben. Ja, vielleicht. Halten wir es noch im Hinterkopf und gucken erstmal hier oben weiter. Oh Gott, da hinten sind auch noch so viele. Den kann ich nicht so weit verschieben. Aber so komme ich da hinten schon mal dran. Den kann ich wahrscheinlich auch, wenn dann nur nach unten. Aber damit habe ich hier schon mal die Verbindung. Dahin? Okay. Wollte ich eigentlich noch nicht öffnen, aber gut. Oh, wait. Kann ich überhaupt irgendwas mit denen anfangen? Stehen alle so doof. Gerade mit den Lücken dazwischen. Ich sollte irgendwie da auf die Seite kommen, um den da rauszuschieben, aber... Das gleiche Problem hier. Hm.
Ich glaube, ich kann mit denen gar nichts machen, ne? Ich guck mal, ob ich von oben irgendwas runterwerfen kann, was mir weiterhelfen könnte. So, der ist eigentlich auch Müll. Da habe ich schon ein paar runtergeworfen. Hier vielleicht. Schmeißen wir da mal zwei runter. Vielleicht hilft das ja. Jetzt habe ich da die zwei. Zwangsläufe machen, um den da rauszukriegen. Da bräuchte ich jetzt noch einen drin. Kann ich den da auch noch reinschmeißen? Oder schmeiß den hier runter? Moment. Wie kriege ich den überhaupt da hoch? Kriege ich gar nicht da oben hin. Na gut, dann schmeiße ich ihn da runter. Den nehmen wir für da hinten dann. Na komm. Wobei, Moment. Nein. Verdammt. Hätte ich den hier runterschmeißen können. Den jetzt eins runtergeschoben? Irgendwie auch nicht, ne? Dammit. Na gut, dann schmeiß ich ihn halt doch da runter. Mal gucken, ob das irgendwie noch rettbar ist. Der hier ist schon ziemlich nutzlos, ne? Ja, der ist ziemlich nutzlos. Den habe ich da verkackt. Hier oben brauche ich noch einen mehr. Den könnte ich jetzt zwar hier hinschieben, aber ich brauche dann trotzdem noch einen, um da. Puh. Ja, kann ich da eigentlich direkt zurücksetzen. Frage, wie man das jetzt am besten machen soll. Da bringt mir leider echt nichts, außer da ein Typ. Ich kann halt einfach nicht anders um ihn herum. Das ist das Problem. Und dann kann ich den da nicht verschieben. Der muss rein. So. Den hier. Sicher. Einer muss immer noch da links in das Ding rein. Irgendwie. Nehmen wir erstmal den Weg hier nochmal. Sag es von oben, kriegt auch keiner in die Stelle runter. Hier oben in das Loch was reinzuwerfen ist eh nope. Bringt nix. Die müssen hier alle drei hier drin landen, damit ich weiterkomme. Nachdem ich das mal hinwegbewege. Ich habe gerade immer noch überhaupt keine Ahnung, wie ich den hier rausbekommen soll. Ich kann den nicht verschieben. Schlecht von hier einen mitnehmen. Und die sind prinzipiell auch alle nutzlos, sondern nur dafür da, um da an die Kiste dran zu kommen.
Wahrscheinlich ist es irgendwo sehr offensichtlich und ich stehe einfach nur auf dem Schlauch gerade richtig hart. Würde ich jetzt schon fast behaupten. Wo schiebe ich eigentlich hier hin? Es ist 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 und... Okay. Da muss ich hin. Das wäre dann 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5. Da, wo dieser weiße Balken ist. Und davon 5 hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Direkt hier ins Loch rein. Das würde zumindest Zeit ersparen, anstatt es ins andere Loch reinzuschmeißen. Probieren wir es mal aus. So. Gut geguckt. Genau um eins vertan. Okay. Ich sehe auch gerade, ich habe vom falschen Punkt aus angefangen zu zählen. Aber mit dem kommen wir auf jeden Fall oben an die Dinger dran. Da muss ich nicht da ganz links reinschieben. Und wenn ich dich nach links einfach durchschiebe. Und den da oben ignoriere. Kann ich eigentlich auch wirklich genauso gut ignorieren, weil die bringen mir ja nichts. Also müssen hier auf jeden Fall alle drei in das gleiche Loch runterfallen. Nachdem ich dann einen wegschiebe, kann ich auf jeden Fall nach oben weiter. Problem ist halt immer nur noch die Kiste unten links. Wo ich immer noch keine Ahnung habe, wie ich dran komme. So. Vielleicht öffnet sich irgendwie nach auf zufällige Art und Weise noch irgendwie eine Kiste oder so, über die ich da dran komme. Ist es schön, wie diese Kistenverschiebungsparts einfach teilweise wirklich den ganzen Part nur damit andauern. Wenn ich mal vergleiche, die in Abyss sind so viel einfacher. Da muss man auch nicht auf zwei Ebenen denken. Die in Abyss sind wirklich poops easy dagegen. Also hier in Vesper haben die dir echt vielleicht hier und da ein kleines bisschen übertrieben. So, Sache ist aber, ich brauche hier einen, um hier richtig einen, oder? Doch, ich brauche da einen, damit ich die richtig hier durchschieben. Nein, Moment! Den brauche ich doch nicht, okay. Also den brauche ich, um hier oben dran zu kommen an die Dinger. So, und jetzt müssen die alle hier rein. Sache ist, ich muss nach jedem einmal runterlaufen. Weil da schon was drauf ist. So. So. Da einer. Währenddessen kann ich hier nochmal kurz gucken. Also ich kann hier eh nur in eine Richtung schieben. Wobei, Moment. Haha. Ich kann die auch so verschieben. Kann ich den dahin? Ah, ich sehe das jetzt gerade. Hätte ich den vorher nach oben verschoben, hätte ich da jetzt was machen können? Ich glaube nicht, oder? Ich kann da jetzt zumindest einmal drum rum, aber...
Hätte ich da jetzt was machen können? Hätte ich den andersrum geschoben? Das vielleicht nicht, aber ich kann jetzt nach oben ziehen, sehe ich gerade. Bringt mir das irgendetwas? Das werden wir gleich erst erfahren. Müssen wir irgendwas hier runterzuschieben? Ich komme jetzt aber auch nicht an den Anfang zurück oder so. Ich frage mich, ob es das jetzt was gebracht hätte, wenn ich am Anfang die anders geschoben hätte. Weil Fakt ist halt immer noch, ich kann da immer noch nichts machen. Ich habe immer noch hier keinen Stein. Da noch einen anderen Stein hätte, hätte ich da besser schieben können, ja. Okay. Vielleicht haben wir es jetzt so langsam. Und zwar, wenn ich den habe, habe ich hier zwei Felder. Das heißt, ich kann ihn hier hin. Ich kann aber immer noch nicht ziehen nach drüben. Nee. Ich bin gerade voll auf dem Schlauch. Ich sehe gerade echt keinen Weg, das, die Kiste hier unten zu kriegen. So gar nicht, irgendwie. Ich muss halt irgendwie die Kisten von der rechten Seite nach ganz links rüber kriegen. Und das sehe ich einfach gerade nicht, wie das gehen soll. Also wenn das hier wirklich auch die letzte Schiebequest ist, dann wäre die auf jeden Fall dem würdig. Wie verzwickt hier man denken muss. Wir sind da über schon seit 20 Minuten dran und ich habe es immer noch nicht, ich habe es nicht mal ansatzweise gelöst. Und alle stehen jetzt vorm PC und denken sich, nein, aber du hattest es doch. Du hast wieder falsch gemacht. Du bist so ein Idiot. You fool. Auch alles, weil den muss ich erstmal reinschieben. Alles andere erstmal so stehen. Konzentriere mich erstmal auf die da unten. Also dich muss ich runterschieben. Und dich auch um. Na komm, greif ihn. Damit ich da hinkomme. Dich schiebe ich darüber. Und dich darüber, damit ich da schon mal den Weg habe. So. Sache ist, ich kann jetzt zwar hier hinschieben. Aber ich kann halt nicht aus der Ecke rausschieben. Das ist mein Problem. Da bräuchte ich halt einen drin. Ich glaube, es ist nicht machbar, dass ich da einen hinbekomme aus dieser Position hier. Hier, ich habe ihn ja hier hingeschoben. Hier bräuchte ich einen drauf, damit ich ihn da reinschieben kann. Aber hier unten lang kann ich ihn eh nicht schieben. Ich würde sagen, wir probieren das im nächsten Part nochmal. Ich muss mir da jetzt erstmal nochmal Gedanken machen. Ich sehe hier aber wirklich gerade keine Lösung. Oder ich übersehe irgendwas ganz Offensichtliches. Oder versteife mich zu sehr auf meinen Anfang oder so. Wir gucken da mal. Das war's auf jeden Fall von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.